Ja, das ist ja auch eigentlich, eine Bühne ist eigentlich ja unser Therapiezentrum, so muss man sagen. Und ich habe Probleme mit Wasser. Es scheint eine Wassersendung zu sein, jedenfalls von meiner Seite aus. Ich habe Probleme mit Wasser, aber mein Psychotherapeut hat gesagt, geh in den Schmerz. Versuch das Schöne im Hässlichen zu sehen, was ich eine totale Floskel finde, weil wenn man sich Füße zum Beispiel, weiß ich nicht, was ich da Schönes sehen kann. Also wirklich, oder auch Truthähne sind so hässlich, da ist nichts schön. Oder auch Menschenrechte in Belarus, das ist Kabarett. Aber man soll das Schöne im Hässlichen. Ich habe es probiert, ich finde es nicht. Also es gibt im Grunde genommen drei Ereignisse, und die möchte ich jetzt mit Ihnen teilen, warum ich nie wieder in ein Schwimmbad gehe. Ich gucke mal, ob ich es schaffe. Ereignis Nummer eins. Wir waren damals mit Freunden zusammen im Urlaub. Wir waren auf einem Campingplatz. Campingplatz hatte ein Schwimmbad, alles soweit so gut. Großes Schwimmbecken, kann man drin schwimmen. Vorne war so ein Mini-Kneipp-Bad, wo du den Dreck von den Füßen loswerden kannst. Eigentlich sehr schön, das Setting kennen Sie. Sie waren schon mal da. Gut. Wir waren im Schwimmbad schwimmen, hatten unsere Kinder dabei und planschten schön fröhlich vor uns hin. Irgendwann sagte mein Kumpel: Mensch, wo ist denn meine zweijährige Tochter? Grundsätzlich eine Aussage, die am Pool allen deutlich stimmt, aber sie war glücklicherweise an Land, sage ich mal, kurz, nicht weit entfernt. Und ich sagte dann: Mensch, die ist da drüben. Und was machte sie? Seine kleine zweijährige Tochter kniete an dem Fußbecken und trank aus dem Fußbecken. Und ich möchte mal so sagen, von der Wasserfarbe her war das milchig. Ja, mit Hornraspel und Sockenrest vermengt. Ja, eben. Also ich möchte sagen, das ist wie der Orangensaft, aber mit Fruchtfleisch. So muss man sich das. Und ich habe Gänse am ganzen Körper, muss man. Das war Ereignis Nummer eins. Ereignis Nummer zwei. Ich war ungefähr 14 Jahre alt. Eigentlich war alles in Ordnung. Das war die Zeit, die Ära der Spaßbäder. Ja, alle Schwimmbäder hatten damals irgendwie das Gefühl, wir brauchen jetzt eine Rutsche. Also zimmern die sich da eine Rutsche dran, die vom TÜV her nie hätten abgenommen werden sollen. Aber okay, so waren die Architekten von damals jedenfalls für Rutschen. So, und wir sind dann immer auf diese Rutschen drauf. Man hatte dann so einen Gummiring und rutschte fröhlich die Rutsche runter. Alles ganz toll. Wir alle so, haben uns immer, wir haben Jagen gespielt auf den Ring und runter. Irgendwann haben wir die Ringe so aneinander und dann runter. So, und wir sind dann runter und kurz vor Schluss hat es uns gewämst. Also wir wurden einmal durchgequirlt wie im Trockner, kamen unten in diesem Auffangbecken an. Ich wollte Luft holen und in dem Moment macht es Hunk. Und es war was Pelziges, Flauschiges auf einmal in meinem Mund. So, und beim Auftauchen aus dem Weißwasser höre ich noch einen Kumpel sagen: Ah, Kacke, hat einer mein Pflaster gesehen. Das war Ereignis Nummer zwei. Kommen wir jetzt zu Ereignis Nummer drei. Es tut mir leid, dass Sie Ihre Gebührengelder, aber es ist ja auch gut für mich. Ereignis Nummer drei, das war da. Ich war Student, lange. Und gegenüber von meiner Wohnung war ein Schwimmbad. Und man kommt dann ja manchmal auf die Idee, ich sollte schwimmen gehen, allein des Körpers wegen, von dem ich gelesen habe, dass man ihn haben sollte. So, und deshalb war ich schwimmen und ich habe es richtig intensiv betrieben, also eine Badehose, die nicht zu mir passte. Und diese sehr, sehr engen Brillen, ne? Diese Schwimmbrillen, die sind ja eigentlich so, man nimmt die Augäpfel raus, presst die in das Plastik und setzt die komplett wieder in die Augenhöhle ein. Das sind Schwimmbrillen. Wenn es nicht wehtut, ist es die falsche. So, also bin ich geschwommen, ich schwamm. Ich schwemmte. Auf jeden Fall gekrault. Man soll kraulen. Gibt ein super Kreuz, was ich nie hatte. Und ich kraulte so vor mich hin. Und manchmal guckt man ja schon so unter Wasser und denkt sich: Ach, Nebel, komisch. Aber man schwimmt weiter. Und ich schwamm und schwamm und schwamm. Und irgendwann spürte ich was. Es war was an meiner Hand. Und ich dachte nur: Das ist nicht richtig. Hab mir aber überlegt, wenn ich schneller schwimme, vielleicht geht's weg. Ich kraulte also noch schneller, immer schneller. Es ging aber nicht weg. Ich spürte, es baumelte. Es baumelte immer. Ich kraulte mir die Seele aus dem Leib. Irgendwann dachte ich, jetzt musst du gucken. Ich war am Ende der Bahn angekommen. Und was da an meinem Finger hing, ich sag mal so, es hatte eine Kordel. Und den Rest müssen Sie sich denken. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe: Ich gehe nie wieder in ein Schwimmbad. Nie wieder. Nie wieder. Und da dachte ich: Wissen Sie, es ist doch eigentlich so einfach. Wenn wir schwimmen gehen, wollen wir ein paar Sachen nicht haben. Wir wollen kein Fußpilz, wir wollen kein altes Pflaster da rumschwimmen. Und was da ansonsten noch für Bär ist, wollen wir auch nicht da drin haben. Das wissen wir alles. Und trotzdem behandeln wir genauso auch unsere Meere.
Verstehen Sie, im Schwimmbad achten wir mittlerweile drauf. Nur im Meer, da kriegen wir das nicht hin. Und vielleicht sollten wir da mal drüber nachdenken. Danke. Ach so, abonnieren Sie diesen Kanal, dann wird's lustig. Ihr Puffpaff.